Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf dem Project Unstable 4 Server mit einem Ehrengast heute. Hi. Hi. Der gute Schnauzer ist heute mit dabei. Der Boss von dem ganzen Verbrechen hier. Das letzte Mal haben wir uns ja hier hinten dieses, dieses Portal gebaut, um am Ende dieser Staffel dann auch gehen zu können. Das wird am Ende dieser Staffel, dieser Folge wollte ich sagen, dann der Fall sein. Aber vorher haben wir uns gesagt, quatschen wir noch ein bisschen über die Zukunft von Project Unstable, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ich sehe gerade, ich habe einen Brief bekommen, wahrscheinlich wieder von diesem komischen Flop. Wollen wir einfach mal zu meinem Briefkasten marschieren und du kannst derweil erzählen, wie es weitergeht? Ja, also cool. Erstmal geht es nicht weiter, um es mal so zu sagen. Denn ja, Unstable ist jetzt erstmal mit der vierten Staffel, die ist jetzt erstmal am Ende. Da ist dann jetzt erstmal Schluss. Ich finde die Tür nicht. Ich bin noch gar nicht ganz oben. Okay, deshalb. Ja, ich verlaufe mich da auch öfter mal vertikal. Das ist Standard. Ja. Also, die vierte Staffel endet sozusagen jetzt so langsam. Man verliert so ein bisschen die Lust. Man hat alles Mögliche gemacht und der Server macht auch nicht mehr unbedingt so viel mit. Und der Lag und die Synchronisationsprobleme sind echt genau. Müll teilweise. Ja. Und deswegen, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Nur die Wurst hat zwei. Ja, und ich meine, wir haben jetzt, also ich habe 240 Folgen, 250 werden es wahrscheinlich ungefähr sein, wenn das also Video kommt. Also du hast übertrieben, wie üblich? Nein, es sind nicht 300. Es sind 50 Folgen weniger. Naja, aber 1.7 ging ja auch ewig. Ja. Genau, und das ist halt so ein bisschen, und bei mir war es jetzt auch so, die Lust war dann halt zwischenzeitlich auch raus, da gab es dann auch mal 1-2 Wochen keine Folgen jetzt am Ende, weil, ja, einfach nur die Lust und Motivation fehlt halt dann irgendwann noch irgendwas zu machen, wenn der Server laggt, wenn man alles mögliche schon gemacht hat und wirklich im absoluten Endgame-Stadium ist und es einfach nichts mehr gibt, was man noch tun könnte, um Fortschritt zu kriegen, was noch vor einem liegt sozusagen. Das ist, was mich halt immer zum Beispiel auch an Modspacks stört, wo ich dann ein Ende dem setzen will. Und ja, und Unstable 4 ist halt jetzt an diesem Punkt langsam angekommen bei mir. Oder ist bei mir an diesem Punkt angekommen. Es sind ja auch nicht mehr unbedingt so viele aktiv auf dem Server. Wobei ich sagen muss, dass es eigentlich ziemlich lang ziemlich viele mit am Start waren. Also ja. Ich treffe regelmäßig so 2 Leute noch hier. Also Sancho ist oft hier. Der Mensch mit den Zahlen. Ja, also das sind halt die Leute, die halt erst nach, ich glaube, keine Ahnung, 200 Tage nach Projektstart mit reingekommen sind. Ja, das war die Evo-Truppe, ne? Oder genau. Zumindest hingen die da so halb mit drin. Ja, und die haben halt natürlich dann noch ein bisschen mehr vor sich. Die haben natürlich dann die volle Zeit vor sich, die wir nicht haben. Oder nicht mehr haben. Ja, dann müssen wir mal schauen. Aber Unstable 5 kommt. Steht fest. Jetzt kommt der interessante Part. Ja, genau. Erzähl mir mehr dazu. Ja, also zeitplanmäßig habe ich so Juli angepeilt. War das gerade Juno oder Juli? Juno. Juno. Gut, gut. Also, ich weiß noch nicht genau, wann im Juni. Das, keine Ahnung, kann ich wahrscheinlich dann erst 3 Tage vorher sagen. Alarm, 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 neue Staffel. Hey, übrigens, neue Staffel hat gestern begonnen. What? Ja, nee, das ist noch so ein bisschen, weil das Modpack ist noch ein bisschen in den Babyschuhen alles. Ich habe schon mal so ganz grob geguckt, was man vielleicht wie machen könnte, was es schon ich gibt, will viele ob es lohnen würde. Alle. Ja, Flip, ist ja gut, ist ja gut. Thawncraft ist aber trotzdem nicht geupdatet. Macht nichts. Das macht sehr wohl was! Das macht sehr wohl was! Ich bring dich auf, du Schwein! Okay. Ja, also Thawncraft ist nicht geupdatet. Oder noch nicht. Und Thawncraft, Schmaumcraft. Und bisher gibt es auch nur Versionen für die 1.10 und wir peilen eigentlich jetzt die 1.11 an. Hatte ich schon mal, glaube ich, gesagt. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch einen Moment dann dauern. Natürlich. 1.11 Master Race. Ja, 1.12 steht ja auch schon in den Startlöchern von Mojang her. Ja, das war ja tatsächlich ganz interessant zu hören,
Die Modding-Szene hatte ja vor der 1.12 ziemlich Schiss, weil es gerüchteweise sehr viele Änderungen reinkamen, die in Porten auf diese Version sau schwer machen würden. Aber die meisten von diesen Änderungen, die bei Mojang anstehen, haben sie jetzt wohl verschoben und die sind noch nicht im 1.12er-Patch drin. Ups. Das heißt, es stehen die Chancen wohl recht gut, dass auch die 1.12 recht bald unter Moddern angenommen werden könnte. Ja, wobei ich trotzdem glaube, wir müssen, also ich will halt jetzt auch nicht zu lange warten, weil ich habe Bock auf ein neues Modpack, muss ich sagen. Ich würde gerne jetzt langsam mal in der 1.11 gibt's echt cooles Zeug. Ja. Wir packen unbedingt ATG rein, ne? Ich will's eigentlich nicht unbedingt, weil das letzte Mal. Das letzte Mal, als ich mit dem Mod ein bisschen rumgespielt habe, für die Leute, die sich fragen, Alternative Terrain Generator, oder Generation, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum es war. Von TTFT Cuts. Genau. Hat ein, zwei Problemchen. Hatte das letzte, ne? Ich. Das letzte ist aber auch nicht so groß rausgekommen, wie es beim aktuellen der Fall ist. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzige schon ziemlich ausgereift ist. Ja, nee, das, also ich weiß nicht, ob du dieselben Probleme meinst. Also was ich meinte, war zum einen das Problem von Biomverteilung. Weil alles größere Scale ist und so weiter, hast du sehr weite Strecken zu irgendwelchen Biomen, wenn du irgendwas Spezielles haben willst. Es gab auch Probleme mit Spawning, dass bestimmte Mobs in Biomen einfach nicht gespawnt sind und so weiter, weil die Biome ein bisschen anders waren. Dass du da wesentlich mehr Probleme hattest in der Hinsicht. Zum anderen auch noch, was Erzverteilung und so weiter anging, gab es damals auch sau viele Probleme. Da, weiß ich nicht. Das war schlimm. Ich weiß aber nicht, ob das noch so ist. Also das könnte man sich mal anschauen. Aber ich habe das Gefühl, dass ATG 2 für die gibt es ja, glaube ich, für die 1.10 auch, aber auf jeden Fall auch für die 1.11. Im Rex-Pack ist das ja auch drin. Und ich glaube, das wird auch ganz gut adaptiert. Auf Forgecraft nutzen sie es jetzt auch. Für die nicht wissen, wovon ich hier quatsche, Forgecraft ist ein, der modded Minecraft-Server, ein geschlossener Server, wo viele Leute aus der Modding-Szene drauf spielen, auch Leute, die Streams oder YouTube-Videos davon machen. Und das Forgecraft ist immer ein ganz guter Wegweiser bezüglich dessen, wo es mit den Modpacks so hingehen wird, was für Mods gerade so aktuell interessant sind für normale Modpacks. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin halt eher so der Typ, ich mag mehr einfach direkt beim Supplendi. Ich möchte gerne die ganzen. Da gibt's aber eine Integration dafür. Ja, ja, das weiß ich. Das haben sie auch auf Forgecraft, glaube ich. Ja. Dann müssen wir schauen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil. Du musst mal durch so eine ATG 2 Welt marschieren. Ich bin das durch ATG 1 Welten spaziert. Das sah auch Hammer aus. Das hat doch mit dem aktuellen nichts mehr zu tun. Doch, sie sahen auch Hammer aus. Okay. Ich meine, wenn du wirklich einfach nur eine schöne Map haben willst, dann gehen wir zusammen in, wie heißt das Ding? World Generator oder wie das Ding hieß, keine Ahnung. Ja, es gibt ein schönes Tool. Da drin kannst du dann schön einstellen, was du haben willst. Da kannst du Berge gestalten, da kannst du Täler designen und so weiter. In einem 3D-Ding designst du alles. Dann packst du es in einen Konverter und dann kriegst du eine World Painter Map raus. Danach kannst du die Biome noch verteilen und fertig hast du eine absolut mega geil aussehende, richtig reale Welt, die sonst kein Generator hinbekommt. Problem ist allerdings, es sind halt begrenzt. An Enden hast du dann entweder nichts oder generierst normale Welt. Ja, und dann hat man halt wahrscheinlich da diese hässlichen Kanten drin, oder? Ja. Ich meine, du kannst auf 4000x4000 kannst du locker so eine Map generieren da. Danach ja, aber ganz schwierig. Ehrlich, wenn es anständige Procedural Generatoren gibt, dann braucht man so ein Zeug eigentlich nicht. Ja. Wir stehen hier die ganze Zeit rum, lass uns mal irgendwo hinlatschen oder so, dass wir hier beim Quatschen nicht so langweilig in der Gegend rumstehen. Lass uns mal so zum Roots-Areal hintergehen, das ist ganz schön. Ich nehme, damit ich nicht so schnell bin, auch mein Dojender Sash ab. Man muss es ja nicht immer eilig haben, ne? Nee. Also ich hab halt Angst vor den Strecken. Also bei Forgecraft haben ist ja zum Beispiel dieses Ding, dass du dich teleportieren kannst, einfach um schnell durch die Welt zu kommen, weil es ansonsten einfach viel zu schlimm ist. Und das ist das Problem von ATG. Du hast diese riesen Areal, diese riesen Gebiete, weil andernfalls sieht es nicht realistisch aus. Und das ist das Problem.
Das sehe ich halt als großes Problem, dass du, wenn du ein Biom suchst, du wahrscheinlich Tage, Wochen unterwegs bist und dann am Ende nicht mal was findest. Und das ist ein großes Problem. Hm. Man müsste gucken, ob das beim ADG2 immer noch so ist. Ich glaube, da gibt es so kleine Binnenbiome in anderen Biomen, die dann auch teilweise gar nicht so groß sind. Aber das müsste man sich angucken. Ja, ist ja erstmal egal. Was hast du denn sonst so für Favoriten? Also ich finde ja so Sachen wie Embers zum Beispiel, finde ich unglaublich faszinierend, schon vom Design her. Ja. Nee, Roots 2, allein wegen der Rehe. Die Rehe sind so putzig. Und was hatte ich noch? Astral Sorcery, damit kenne ich mich noch nicht so gut aus, aber ich glaube, das ist auch richtig cool. Und was hatte ich noch so Schönes gesehen in Rex Pack? Also ich fand die Villages mit Recurrent Complex ziemlich cool. Hat auch was hergemacht. Ja, ja, muss man dann alles schauen, wie es passt. Was, und das Problem ist halt, was ich auch mal gefragt hatte, meine Zuschauer, ob man, weil ich hatte bisher das Pack immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, du willst, deswegen ist zum Beispiel auch nie Mechanism mit reingekommen. Zum einen, weil es einen Server zum Laggen gebracht hat, zum anderen, weil die Tools teilweise extrem overpowered sind, und weil es die Rezepte von IC2 überschrieben hat. Ja, das hat mit IC2 einiges zusammenhängt gehabt immer. Ja, und hat einfach die Circuits ersetzt. Okay. Also, verstehe ich nicht, warum, aber manche Leute haben halt diese Probleme, dass sie alles ersetzen müssen. Und ja, ich war halt immer so der Verfechter davon, ich möchte die ganzen Rezepte so lassen, wie sie vom Mod gedacht sind. Wenn du den Mod runterlädst, nur den Mod alleine und in dein Minecraft reinpackst und den Mod spielst, dass du dann die Rezepte genauso hast, wie beispielsweise bei uns. Ja, da kann man aber auch drüber streiten, ne? Ja. Je nachdem, wie man welche Mods miteinander kombiniert, kann allein das Kombinieren verschiedener Mods miteinander zu Fehlern in der Balance führen. Ja, also, dass manche Sachen dann zu einfach zu kriegen sind. Das Rex Pack, das ich angespielt hatte, setzt tatsächlich sehr stark drauf, dass man viele Craft-Tweaker Sachen reinbringt, also viele geänderte Rezepte. Ja. Um halt manche Sachen so Quality of Life mäßig besser machbar zu gestalten die Mods aneinander anzupassen. Das finde ich eigentlich ganz schick. In Regrowth, das, ich weiß nicht, hattest du das selber auch mal gespielt? Ja. Yep. Das lebt ja auch davon, dass quasi fast jedes Rezept allein bei den Technik-Sachen ist verändert und du hast dann halt so Zeug wie, dass man für ein beschleunigendes Upgrade eine Velocity Lens von Botania zum Beispiel verwenden musste oder so, was einen dann dazu gezwungen hat, bei Magie weiterzumachen, um in Technik weiterzukommen. Also diese Rezeptveränderung hat schon auch Potenzial, sehr interessant zu sein. Definitiv. Also ein bisschen werde ich wahrscheinlich auch machen. Also es kam auch vom Feedback her, dass ich sowas machen soll, auf jeden Fall. Nur eine Sache werde ich nicht machen. Ich werde keine Mod-Abhängigkeiten machen. Weil wir in dem Moment, wo wir das machen, großartig Mod-Abhängigkeiten, ist es kein Spaßpack mehr, mach was du willst. Und das war eigentlich immer, was unstable war. Du hast die Möglichkeit, alles zu tun, was du willst, weil das war ja im Endeffekt immer so. Was meinst du denn genau mit Mod-Abhängigkeiten jetzt? Du musst Botania machen, um irgendeinen anderen Magie-Mod zu machen. Ah ja, das, was ich da gerade erklärt genau. hatte. Okay. Genau. Diese Abhängigkeiten möchte ich nicht unbedingt schaffen. Also, du willst schon die Mods so für sich nutzbar machen? Ja. Im Endeffekt. Da habe ich jetzt auch grundsätzlich eigentlich nichts dagegen. Halt vielleicht ein bisschen schwerer gemacht an manchen Stellen oder nochmal an manchen Stellen vielleicht was leichter, was eigentlich, denke ich, nicht ist, weil meist sind die Dinge zu leicht und nicht zu schwer. Naja, es kommt ja auch drauf an, was für eine Art von schwer es ist. Ne? Ich finde es zum Beispiel affig, wenn ein Mod irgendwas, du brauchst 1000 von irgendetwas. Ja. Das finde ich dann immer so ein bisschen affig, das kann man dann geschickter lösen. Ja. Das machen Mods aber heute, glaube ich, nur noch sehr, sehr selten. Ja, ich meine, wie findest du übrigens meine Sprite-Sammlung hier? Sind sie nicht putzig? Ja, ich habe schon die Lautstärke runtergestellt, weil mir das Klimpern gerade so auf den Geist geht. Das ist das schönste Geräusch aller Zeiten. Nein. Weißt du, was ein schönes Geräusch ist? Die Windspiele von Better With Mods. Vor allem, wenn du da so ein schönes Bambus-Ding machst. Da hast du schön Bambus-Ding, hast du aufeinander schlagen. Nee, also ich würde gerne zum einen das machen, dass man halt wirklich sagt, okay, du machst
beispielsweise Ender.io. Mithilfe von Ender.io kannst du deinen Industrial Craft weitermachen. Das musst du auch machen, damit du in Ender.io weiterkommst. Halt so praktisch dieses Hin- und Her-Spiel. Fände ich sau cool, sowas zu machen, um mich da wirklich ranzusetzen. Problem ist allerdings, es macht den Spaßfaktor kaputt für manche Leute, die beispielsweise einen bestimmten Mod nicht mögen und nicht machen wollen, die sich nicht damit beschäftigen wollen. Gibt's. Haben wir hier auf dem Server. Und wie gesagt, es ist eigentlich ja, Project Unstable ist immer schon Spaßprojekt gewesen. Wir haben Mods, wir haben Zeug, das du mal ausprobieren kannst und alles mögliche machen kannst, aber du bist nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Hm. Ja, es ist ja auch kein Questpack. Auch wenn wir, haben wir nicht in der 1.7, also in Project Unstable 3 eigentlich auch schon versucht, dieses Questpack oder Questbuch reinzubringen? Das ist bis heute nichts wirklich geworden. Nee, bei mir hat es gerade angefangen zu regnen, ich musste mal kurz mein Fenster zubuchen. Ui. Ja, Dachfenster offen. Bei mir hat es schon längst aufgehört. Anscheinend ist das zu dir weitergezogen. Ja, wahrscheinlich. Jedem, wie er es verdient. Toll, danke. Die Sache ist die, ich will gerne definitiv diesmal Quests reinbringen. Und da werde ich mal schauen, dass wir irgendwie sich diesmal wirklich 2-3 Leute finden, die wirklich auch sagen, okay, wir machen mit. Beispielsweise hätte ich dich auch noch gefragt und so weiter, ob du Lust hättest, dir mal da ein paar Dinge auch vielleicht zu überlegen. Lust auf jeden Fall, mit der Zeit wird es halt spannend. Ja. Ich will halt hauptsächlich gerne auch Endgame-Quests machen. Die halt dann wirklich, wo man sich dann halt überlegt, okay, nimmst du bestimmte Dinge raus beispielsweise aus einem Mod, die du halt dann, die wirklich sehr stark sind, die du nur bekommst, wenn du dann solche Quests erfüllst. Verstehe. Wo du dann halt sagst, okay, ich will jetzt mal übertrieben gesagt 1000 Nether-Sterne. Und dafür kriegst du dann, was weiß ich, irgendwas anderes. Oder dass du 20, 30 Nether-Sterne sammeln musst. Und die Quest kannst du immer wieder machen. Dafür kriegst du aber eine Witherless Rose beispielsweise. Dass du das so balanced. Dass du sagst, okay, du hast eine gewisse Anzahl Wither besiegt. Jetzt kriegst du die Witherless Rose. Das ist tatsächlich ziemlich clever. Oder man macht die Witherless Rose zu etwas, was. Also du musst den Gaia Guardian 2 einmal dafür besiegt haben oder so. Ja, also weil den konnte man ja mit der Witherless Rose total cheesen. Ja, also es kommt halt immer drauf an, wie man es halt. Und sowas hatte ich halt überlegt, dass du bestimmte Items, die du eigentlich immer machst und eigentlich zu einfach sind für das, was sie dir eigentlich bieten, dass man die ein wenig balanced und die ein wenig anpasst. Mithilfe von Quests vielleicht. Und dass du halt wirklich dann Endgame-Quests hast, wo du dann sagst, okay, die stärksten Tools bekommst du halt dann erst. Oder Zugang zu diesen Tools. Ja, das ist definitiv eine interessante Idee. Aber das muss dann halt, wie gesagt, da muss erst das Modpack stehen, dann hat man die Mods, dann muss man es ein bisschen spielen. Das ist immer so eigentlich die Herangehensweise gewesen. Wir haben Modpack gemacht, Modpack war fertig. Dann habe ich immer sowieso schon beim Zusammenpacken immer mal wieder gespielt. Configs schon mal ein bisschen angepasst. An den Configs geschraubt? Ja. Sorry, das ist so ein Running Gag. Ich glaube, die Zuschauer haben die gerade nicht so verstanden wie wir zwei, aber. Gut, lassen wir es. Nee, und dann. Insider. Ja. Nach meiner Playtest-Phase, sag ich mal, ist halt dann, okay, wir machen schon mal einen Server fertig. Es kann schon mal drauf gespielt werden und den Leuten, wenn was auffällt oder noch irgendeine Balance-Sache ist, kann das gesagt werden. Ansonsten wird auf dem Server schon mal ein bisschen gespielt, bevor dann praktisch zum Start alles nochmal blank gemacht wird und dann das Fertige da ist. Cool. So ist eigentlich mal die Herangehensweise. Für die Leute, die es mal interessiert oder so. Oh. Wir haben gerade Besuch. Ja, was für Besuch? Eigentlich interessant, weil hier alles eigentlich sehr sorgfältig ausgeleuchtet ist. Egal. Passiert. Ja. Jetzt haben wir ja einen ausführlichen Blick nach vorne geworfen. Vielleicht wollen wir noch mal ein bisschen zurückschauen. Wenn du ein Resümee ziehst über Project Unstable 4, im Vergleich zu den Vorgängerstaffeln, was fandest du richtig gut, was fandest du vielleicht nicht so gelungen, du als Mensch hinter dem Modpack sozusagen? Ich bin hier drüben. Also, ich finde halt, mit der Balance haben wir es definitiv besser hingekriegt als letzte Staffel. Was jetzt allein von Mod-Auswahl jetzt, wenn du nur auf Mod-Auswahl schaust, hat sich an vielen Stellen eigentlich so die Balance ein bisschen verbessert. Wir haben ja bis heute keinen Terminal Expansion drin. Das stimmt.
Das ist jetzt ganz neu erst für die 1.10 rausgekommen. Ja. Oder ja, mittlerweile nicht mehr ganz so neu, aber. Und ich muss ehrlich sagen, also. Thermodynamics gibt es, glaube ich, noch gar nicht, oder? Oder gibt es das seit kurzem auch? Habe ich nicht so mitbekommen. Ob es schon gibt, auf jeden Fall war es fast fertig. Ist egal. Jedenfalls, wenn Thermal Expansion mit reinkommt, dann definitiv nicht in der Vanilla-Form, dann werde ich da auf jeden Fall sehr viele Rezepte verändern. Weil Thermal Expansion ist für mich ein Mod, der alles viel zu einfach macht mit Hilfe der Augmente. Thermal Expansion kommt wahrscheinlich eh erst in 2 Jahren für die 1.11. Ja, hoffentlich. Kann ruhig wegbleiben. Braucht man nicht mehr. Gibt schönere Mods. Ja, und auch Ender.io gibt es auch ein paar Blöcke, wo ich sage, okay, das könnte man ein bisschen anpassen noch. Weil es teilweise einfach zu einfach ist. Ich will es nicht zu einem Hardcore-Pack machen. Das will ich nicht. Das wäre bescheuert. Ich will auch nicht die ganzen Hardcore-Features von Better With Mods oder irgend sowas aktivieren, weil dann hat es keinen Spaßfaktor mehr. Das Modpack soll Spaß machen und nicht zu anstrengend sein. Weißt du, was eigentlich interessant wäre? Wenn man bei einem Modpack erstmal, also dass man bestimmte Mods vielleicht und alle ihre Rezepte erst zu einem bestimmten Zeitpunkt freischaltet, sodass dass sich die Leute im Early Game erstmal einnisten müssen. Die Sache ist die, soll ich dir sagen, dass ich das sogar überlegt hatte. Hast du? Dass du einfach im Endeffekt, du kannst ja im Endeffekt spielerspezifisch die Rezepte verbergen oder was weiß ich. Du kannst ja einfach einen Mod schreiben, der sich einmal komplett wartet, so okay, sind die Rezepte für den Spieler frei oder nicht? Und dann ist halt blockiert. Sowas könnte man theoretisch machen. Du könntest sagen, okay, du kannst nichts craften. Das Problem ist, es funktioniert auch nur eingeschränkt. Denn sobald du irgendwie die Möglichkeit hast, ein Auto-Crafting-Table zu machen, ist diese Herangehensweise schon wieder kaputt. Weil dann ist es kein Spieler-Crafting mehr, dann kommt es von sowas und dann müsstest du das ausschalten, dann könntest du entweder niemals Auto-Crafting irgendwie in irgendeiner Form haben oder du hast es immer. Ja, und andererseits, wenn man Interesse daran hat, sich mit anderen Mods, die so ein bisschen einfacher sind sozusagen oder die einen nicht so advanced gehen lassen in der Technik, wie zum Beispiel Better With Mods, dann kann man das ja immer noch für sich selber festlegen, ja, nicht wahr? Und dann wird man nicht so eingeschränkt, wie es bei solchen Regeln der Fall wäre. Ja. Ist vielleicht ganz gut, wenn man das lässt, wenn ich, meine, so drüber nachdenke. Wie gesagt, ich hab auch mir Gedanken gemacht, was gut wäre, was nicht. Schau dir das an, ich habe für diese Ollen Villager extra diese Palisade gebaut, dass sie nicht ausbüchsen und die laufen immer noch außen rum. Da, siehst du mal. Schrecklich mit denen, sage ich dir. Da. Bellgeister, alles miteinander. Die Sache ist die, du kannst hier einfach hoch. Was? Nice. Von innen? Ja. Warte mal, ich glaube, das geht aber. Ich glaube, das geht aber nur, wenn man Soul in der Sash hat und entsprechend darauf läuft. Ohne den, glaube ich, geht das nämlich nicht. Ich hatte das damals noch ausprobiert. Einfach hier oben hochspringen, das letzte Stück. Okay, vielleicht habe ich da doch nicht aufgepasst. Hopp vor. Gut. Ich wollte dir nur mal einmal zeigen, dass du unfähig bist. Was? Aua, ich habe keine Rüstung an. Deswegen habe ich es ja gemacht. Ich schon, das tat trotzdem weh. So. Aber fangen wir nicht wieder an, uns hier zu verprügeln. Wie findest du eigentlich mein schickes Denkmal für Skao? Ja, ne. Schön, ne? Okay. Ja, ich hab's schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht, wann ich. Ich glaube, als ich hier den Rundgang gemacht hatte. Als ich aus Versehen deine Base hochgejagt habe. die April-Folge. Ja. Also wir mussten übrigens 2 Monate zurück. Ich habe dann mit MC Edit Base wieder raus und wieder reingefügt, weil war ja alles kaputt. Flip hat's mir nicht einmal gedankt. Ja. Selber schuld. Es war ein Versehen. Und was erzählst du hier überhaupt alles für Lügengeschichten? Das glaubt am Ende noch jemand. Gute Güte. Der Bäckerei war ich lang nicht mehr. Nee. Aber ich glaube, das lag auch daran, dass diese Tür hier immer verbuggt war.
Ich würde sagen, dann kommen wir langsam zum Ende. Haben wir eigentlich alles bequatscht. Nochmal in der Zusammenfassung. 1.10 hat dir von der Balance her eher gefallen? Spielst du gerade Verstecken oder was wird das? Was? Vergiss es. ja, die Spielerzahl also, war in der in Project Unstable 4 noch ein bisschen höher als vorher, oder? Ja. Sind ja, doch einige dazugekommen. Also ja. Zumindest in Project Unstable 3 war ich ja Nachzügler. Ja. Da waren Evo und die Leute ja gar nicht mehr aktiv. Ja, genau. Diesmal sind sie erst nach mir dann hierher gekommen, tatsächlich. Ja, also spielerzahlmäßig ist es schon mehr. Ja, Pörbel hat auch länger durchgehalten. Ich glaube, er hat sogar seinen Folgenrekord um ein oder zwei Folgen getoppt. Also es ist Wahnsinn. Er kam, glaube ich, diesmal über die 30. Nächstes Mal schafft er fast 50. Vielleicht, fangen wir klein an, 40. Fangen wir mit 40 an. Realistisch bleiben. Ja. Ja, also es ist... Wir werden... Hi. Also. Hi. Wir werden sehen, wie sie es entwickelt. Jetzt sind alles der 5. Vielleicht kommen noch mal welche dazu. An manchen Stellen bin ich trotzdem noch ein bisschen enttäuscht, aber das hat jetzt hier nichts zu suchen. Okay. Das sind andere Sachen. Aber alles in allem bin ich eigentlich wirklich zufrieden. Kann ich nicht sagen, dass ich da irgendwie enttäuscht bin von der Staffel. Ja. Ich fand's auch sehr toll. Also wir hatten ja, du hast ja eine ganze Reihe von Updates gefahren. Wie viele waren es insgesamt? Ich gucke gerade hier im Teamspeak. 15 Stück? Ja. Das ist eine Menge. Die letzten 3 Monate hat gegen Ende noch eins gewünscht, aber ja, das war bei PU3 auch schon so. Irgendwann ist die Luft raus bei dir, ja. Das kann ich ja verstehen. Lass uns mal wieder Richtung Blood Magic humpeln. Ja. Gut, also wir kommen dann so im Juni circa, also ohne dich jetzt drauf festnageln zu wollen, mit Project Unstable 5 wieder zurück und dann auf der 1.11 mit neuen Mods, neuen Sachen und ja. Ja. Bin definitiv schon sehr gespannt darauf und 1.11 verspricht ja auch sehr cool zu werden. Ja. Gerade für mich als Magier. Ja. Ja. Was das Flop davon hält, weiß ich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Der ist komisch. Ich muss aber halt mal schauen, hat mir wenigstens einen Brief geschrieben, dass er sich von mir einen Stack Blei geholt hat und er hofft, dass das okay ist. Also er wird immer netter. Ah ja. Ja, deine Kunstwerke hier sind auch immer noch da. Vielleicht mal das so tun. Was? Der Screen in der Mühle hängt da auch immer noch. Und ich glaube auch bei der Angelhütte, das Zeug habe ich noch da gelassen. Yay. Yay. Was mache ich denn hier? Das ist das falsche Portal. Ja. Nee, also war ein schönes Projekt. Wieder mal, fand ich jetzt. Also es wird irgendwie von Staffel zu Staffel so ein bisschen schöner, ein bisschen mehr gebalanced, ein bisschen mehr Zeug. So, nee, weiß ich nicht. Und wenn wir es jetzt noch hinkriegen, wenn wir jetzt halt wirklich anfangen und sagen, okay, wir machen Rezeptanpassungen. Wir sorgen dafür, dass das Modpack ein bisschen einzigartig wird an manchen Stellen und sorgen ein bisschen für Balance, sorgen dafür, dass alles so ein bisschen besser zusammenpasst und so. Und dann glaube ich, wird das schon ganz interessant. Ich glaube, wir können ja wirklich mal versuchen, so eine Testphase zu machen, so einen Testserver aufzusetzen und dann können wir uns ja angucken, welche Rezepte sind gut, welche sind vielleicht zu einfach. Ja. Und dann kann man ja solche Anpassungen vornehmen. Ja. Das fände ich eigentlich eine coole Idee. Wie gesagt, die Testphase gibt es eigentlich immer. Dann kann auch jeder Input geben. Ja, die Testphase. Und dann können wir auch ATG reinhauen und schauen, wie sich das bewährt, zum Beispiel. Ja, beispielsweise. Und es kommt ja eher, wir haben ja immer so intern ja immer die Phase, wo jeder so Mods vorschlagen kann. Kommt dann eine große Excel-Tabelle und jeder kann da reinschreiben. Irgendjemand will der auch seinen Senf zugeben. Wer stört? Ah, Sancho. Ja. Hallihallo, du bist gerade in die Aufnahme gehüpft, nur damit du Bescheid weißt. Oh, okay. Aber schön, dass du da bist. Ich bin hier gerade in meiner letzten Folge und jetzt kriegen die Leute dich mal zu hören. Zu sehen haben sie dich ja schon ein paar Mal bekommen, wenn ich dir über den Weg gelaufen bin hier auf dem Server. Echt? Sehr schön. Wenn du mal durch Blood Magic durchgewuselt bist, während ich am Aufnehmen war. Wir müssten eigentlich mal gucken, Schnauzer, dass wir so eine Mod reinkriegen, die so ein Recording-Lämpchen anmacht, wenn man Tab drückt. Aber ich glaube, das ist schwer zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Eine Mod.
Irgendwas. Also es gab eine Mod, die hatte die Möglichkeit, dass du Aufnahme und Livestream anzeigen konntest im Tab. Mit OBS sollte das ja ganz gut zu machen sein, eigentlich. Quelloffen und so weiter. Nee, allgemein, was halt praktisch abgreift, ob du gerade auf Twitch streamst. Ach so, das ist eigentlich noch viel einfacher. Oder beziehungsweise, dass du einfach einen Command am Anfang eingibst. Ja, stimmt. Ja. Ich würde also, das überhaupt nicht immer vergessen. Ja, niemals. Ist ja egal. Nee. Niemals. Ich kenne mich. Jo, ich würde sagen, wenn es noch Fragen an Schnauzer gibt, dann könnt ihr die dem stellen. Ich denke, du wirst auch noch. Wirst du noch aufnehmen weiter? Also ich werde die Folge bringen, nachdem ich meinen Base-Rundgang gemacht habe. Das heißt, danach wird keine Unstable-Folge mehr kommen, aber vielleicht mache ich noch. Ich will ja eh noch so ein paar Folgen machen, weil sich gewünscht wurde, dass ich mal so zeige praktisch Config-Anpassungen. Was kann man machen? Wie mache ich Balance? Wie denke ich über okay, Balance? Okay, weil dann schicke ich die Zuschauer, die noch Fragen haben, einfach zu dir weiter. Die sollen dich löchern und dann kannst du das in diesen Videos beantworten und ich bin aus der Nummer raus. Toll. Ich meine, ich kann dir, du kannst mich auch einfach fragen. Ich kann es dir sagen und du beantwortest dann die Kommentare bei dir. Das ist ja wieder mit Arbeit auf meiner Seite verbunden. Wo kommen wir denn da hin? Tja, Gleichberechtigung, nee. Flip. Gleichberechtigung. Ja, du bist doch hier der Boss, dann darfst du auch die meiste Arbeit machen. So funktioniert das doch. Nein. Ja. Nein. Naja, wie dem auch sei. Ja. Liebe Leute da draußen, ich freue mich auf jeden Fall tierisch schon auf Project Unstable 5. Und wir beenden jetzt hier mit feierlich Project Unstable 4. Und ich hüpfe hier durch dieses Portal, das ich mit nichts connected habe. Und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Ja. Für Schnauzers Aufnahme wird das gleich total lächerlich aussehen, aber das macht nichts. Ich freue mich schon. Ihr Lieben, wir sehen uns dann auf der anderen Seite in der nächsten Version, im nächsten Project Unstable. Schnauzer, dir sage ich an der Stelle noch ein ganz dickes Dankeschön für das ganze Managen des Modpacks, des Servers und so weiter und so fort. Ja. Ohne dich wäre das Projekt nicht möglich. Und das sollte euch da draußen auch allen klar sein. Schnauzer ist cool. Yay. Sagt ihm das jetzt alle in seinen Kommentaren. Er braucht das manchmal für sein Ego. Ja, aber im Endeffekt darfst du auch Purple nicht vergessen, weil ohne Purple gibt es den Server nicht. Das stimmt, das stimmt. Guter Punkt. Ohne Purple gäbe es Server nicht, ohne mich Modpack nicht. Alles hängt irgendwie zusammen. Alles ist mit allem verbunden. Ja. Und ich schaue jetzt, Achtung, Überleitung, womit dieses Portal hier verbunden ist. Oh, das war cool. Kamera spinnt. Warum? Hilfe. So, ihr Lieben, wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Macht's gut und bye bye. So, bin fertig. Okay, gut. Ja, ich auch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Danach, ne? So, Immersion zerstört. Das war damit dann also Project. Das leckt wieder. Project Unstable 4. Alles hat, wie gesagt, ein Ende in Remaster 2. Wie wir jetzt ja schon im Video gesagt haben, wahrscheinlich so gegen Juni, also im Juni irgendwann, wird es wahrscheinlich Project Unstable 5 geben. Ich werde mal schauen, dass ich den Download relativ schnell zur Verfügung stellen kann von der Map hier. Je nachdem praktisch, wann wir wirklich den Server ausmachen. Weil solange der Server noch an ist und noch Leute ein bisschen drauf spielen, werde ich die Map nicht wegziehen. Das heißt, da müssen wir dann mal schauen. Auf jeden Fall haben wir ja schon gesagt. Schönes Projekt. Ich wollte mich einfach nur nochmal jetzt persönlich verabschieden. Und nochmal bedanken, dass ihr so dabei wart. Und für die Leute, die dabei waren, denen es gefallen hat und was weiß ich nicht alles. Nächste Staffel. Wird hoffentlich schöner, besser, keine Ahnung. Was weiß ich. Wir versuchen ja immer, uns zu verbessern. Gut, aber das wäre das. Die Tage geht es dann mit Forever Stranded weiter. Ich weiß nicht, ob es direkt morgen weitergeht oder ob ein Tag Pause sein wird. Das werde ich dann sehen, je nachdem wie Zeit, Lust und Möglichkeiten bestehen jetzt noch für mich. Weil ich will da ein bisschen mehr ausprobieren und mit dem Replay-Mod kann man so viel Zeug machen, das ist schlimm. Egal, lassen wir das. Jedenfalls bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.
und noch einen schönen Tag. Tschüss. Und vor allem, ja, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und danke fürs Dabeisein.